Wieder Zeitraffer oder normal? Das ist eine normale Folge. Bei einer Timelapse, da würde ich nicht anzählen, da würde ich einfach nur Play drücken, weil die Audiospur ja gelöscht wird. So, das noch. Das da rein. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf den See. Eine dumme Frage. Wenn ich zum Beispiel Smite auf mein Shirt habe und dann ein Sharpness-Buch drauf klatsche, wird das Smite dadurch ersetzt? Nein, das geht nicht. Doch, passt. Du kommt darauf an, wie du es im Tisch drehst. Habe ich auch schon gemacht. Sicher? Wenn's ein Buch ist und du ein Schwert reinlegst mit Smite drauf und ein Sharpness-Buch dazu, geht das nicht. Da brauchst du schon ein Schwert mit Sharpness drauf. Ach so, und das Buch mit Smite kann dann vernachlässigt werden. Weil ich hatte das auf jeden Fall andersrum. Mein Schwert hatte ja Sharpness 4 gehabt. Ich hatte Knockback 2, Smite 4 Buch und da habe ich nur das mit Knockback drauf bekommen. Aber du probierst einfach aus, du siehst ja das. Es kommt halt drauf an, was vorher, was auf dem Schwert ist, ist auf dem Schwert Smite. Und auf dem Buch Sharpness bringt das nichts, dann geht das einfach nicht mehr. Dann musst du das Sharpness vorher auf dem Schwert schmeißen und dann verzaubern. Und dann kannst du, je nachdem wie du das Buch reinlegst, das wirklich variieren. Ich kreime mal einige der verzauberten Bücher, die hier rumliegen. Wenn's okay ist. Ja. Ich hab den Amboss damit geschrottet. Da ist in irgendeiner Kiste noch einer drin. Könntet ihr schlafen? Moment, ich bin gerade unter Tage, also im Wasser. Ich mach noch schnell das Bild. Und fast verreckt dabei. Ich platziere mir jetzt da unten Türen, ey. Hast du immer noch keinen Respiration auf dem Helm oder selbst dann? Doch, aber der ist in der Kiste. Also. Okay, Ike, du bist angegriffen. Es ist nicht Ike. Nee, ich lieg im Bett. Oh Gott. Ja, ich sorg mal eben dafür, dass sie brennen. Kannst du irgendwann noch hinlegen? Ja, ich bin dabei gerade. Wow. Darko, kann sich irgendwer noch hinlegen? Einer liegt ja schon im Bett. Er hatte gerade Monster, die er bekämpfen muss. Ja, aber die Aussage gerade, kann sich irgendwer noch hinlegen, ist... ja. Da hättest du schon sagen müssen, CO2 kannst du dich bitte hinlegen. Oh, Enchanted Rose hat er gedroppt. Ach, Ike, ich weiß jetzt übrigens, wer die ganzen Seeds immer wegwirft. Darko. Mhm. Warum auch? Die Kiste ist voll und der Rest kann dann weg. Ich stelle einen Komposter hin und mach sie zu Dings. Bone Meal. Bone Meal. Kann ich zwar machen, aber bringt doch nichts. Ja. Toll, dann kannst du dir die Stacks Knochen aus meiner Kiste nehmen. Die ist allein Skelette knochen. Na doch, das bringt schon was, wenn du jetzt alleine hier in der Ecke bist und du willst dich an den Feldern vergreifen. Doch ideal so, dass du dann halt Bone Meal hast und dann merke ich, dass das ganze Feld einfach einmal ab. Ja, Darko, du verstehst das nicht. Angenommen, ich und CO2 sind im Dorf. Du bist bei uns hier in der Ecke. Und du willst aber, dass die Felder wachsen, damit du wieder Essen herstellen kannst oder Sachen zum Traden für die Villager hast. Dann nutzt man doch dann das Bone Meal. Ja klar, aber ich sehe den... Ihr könnt es gerne machen, aber ich schmeiße es immer weg, weil die Massen braucht kein Schwein. Außerdem, wenn ich wirklich was vermehre, mit Bone Meal oder wachsen lasse, dann nehme ich halt das, was ich habe und das betrifft auch schon immer. Dann wirf's aber irgendwo hin, wo Lava ist.
Ich habe kein Problem damit, wenn ihr hier für die Allgemeinheit Mülleimer platziert. An den Wegen. Ich brauche Mülleimer. Seid heftig, ist mein Mülleimer Wasser. Ja, nee. Da ist es ja weggespült worden. Hier bleibt's aber. Nee, das despawnt. Ja, wenn da einer in der Nähe ist. Ich bin ja schon den ganzen Tag hier. Aber sonst bist du auch nicht immer da. Ich bin der letzte Mensch, der erkunden geht, das weißt du schon. Du bist aber auch oft genug im Dorf drüben. Miss mal die Zeit, wie lange ich durchschnittlich im Dorf. Einmal pro Folge. Ich war heute den ganzen Tag einmal da. Also. Das ist einmal zu viel? Haben wir schon ein Schweinsgehege? Hör mir auf mit deinem scheiß Gehegen. Haben wir schon. Ich habe was für die Allgemeinheit getan. Ich weiß, was du uns bauen musst. Wir brauchen. Wir wollen ja einmal hin. Wir brauchen einen Fuchs. Du kannst mehrere in der Stadt platzieren. Wir brauchen einen Fuchs, einen Panda und ein Papageiengehege. Was? Ich will Pandas in der Stadt haben, ich will Füchse in der Stadt haben, ich will Papageien haben. Ja gut, doch, Alk. Mach das. Das ist deine Aufgabe, du hast nichts zu tun. Ich hab den ganzen Tag was für die Allgemeinheit getan. Du warst angeln, AFK, und dann warst du nebenbei essen. Das ist nichts für die Allgemeinheit tun. Du hast uns kein Essen zukommen lassen. Ich hab Mülleimer gebaut. Aber als ich da war für die Zeit, Alk, habe ich was für die Allgemeinheit gebaut und mich nicht in einem Loch aufgehalten. Ein Unterwasserloch, um genau zu sein. Nein, es ist kein Loch. Es ist ein See. Wo ich immer noch hoch und runter schwimme. Was? Könntest du dir irgendjemand noch kurz diesen Mülleimer bewerten? Darko, Weite deines Amtes. Ich fahre jetzt nicht wieder zu. Doch. Ich habe Mülleimer gebaut, der safe ist, dass man nicht reinfallen kann. Und trotzdem mit Lava funktioniert. Solange man nicht reinfallen kann, ist gut. Ne, er steht vorne neben dem Enchantment House, dass er halt in der Nähe der Farm halbwegs ist. Boah, wer futtert denn hier schon wieder was? Ich nicht. Ja, wer wohl? Boah, mitten in der Aufnahme. Ich glaub, mich hackt's. Du hast doch bisher nur Timelapse aufgenommen. Das ist schon die zweite normale Folge, die ich aufnehme. Darauf erstmal ein Gewürzspekulatius. Oh, du Arsch. Nee, bei mir ist Tupper. Oh Gott. Tupplerone. Entschuldigung. Oh. Ich glaube, ich werde schon wieder krank. Warst du je gesund? Ja. Sicher? Ja, die letzte Zeit, da hat man es auch gehört, dass ich mich wieder ganz normal angehört habe. Oh Mann, was mache ich hier bloß? Brauchst du Hilfe? Nee, weil das hier alles nur Feinarbeiten sind. So scheiße, Jerry, ich dachte, wir einen Haufen Dings sind, so was dann einen Haufen Kohle. Aber da ist Eisen. Dann hol's dir, bevor ich das wegmache. Eigentlich für dich Respiration 3 verkauft dieser Villager. Ja, deswegen habe ich den Villager erstmal behalten, weil der hat einen guten Trade mit Respiration 3. Aber ich hatte nicht mehr die Sachen dafür. Ja, hol ich mir dann gleich. Aber ich will in der Folge mich eigentlich nur um den See kümmern. Ja, ich hab's nur gesagt. Das. Dieser Kabelstone. Der geht mir so auf den Pisser. Ich überlege gerade in die Hölle zu gehen, einfach nur um ein bisschen Dings zu fahren. Du könntest
Für mich könntest du mal blaues Holz farmen. Da brauche ich noch ein bisschen was. Kann ich auch machen. Wenn ich also so in die Hölle gehen wollte. CO2. Alter Preis oder angehobener Preis für ein Ingot, falls du eins hast? Und wieso brennt es hier? Was für ein Ingot? Netherite? Ja. Der letzte Preis, den ich dir genannt habe, waren 64 Emeralds, richtig? Genau. Ich stell mir jetzt hier unten Türen auf. Du möchtest ein Ingot kaufen oder verkaufen? Bei. Kaufen. Gut, ich drücke mich anders aus. Ein Ingot und ein Scrap, weil du hast mir ja 3 gegeben. Wie teuer ist denn das Atmungsbuch drüben? Oh Gott, ich glaube ein Buch und 38. Ich bin aber schon wieder auf dem Rückweg, also. Ja, genau. 30. Hm? Ich nehme ein Stack mit. Ja, ein Stack sollte reichen, Ike. Das reicht sicherlich. Ja, du möchtest ein Ingot und ein Scrap. Yep. Und du möchtest mir was, also welche Ressource möchtest du denn mir dafür geben? Also, ja gut, ich bin jetzt einfach wieder von Emeralds ausgegangen. Was willst du denn? Also, sagen wir 48 Diamanten. Ja gut, dann gehe ich selbst warm. Oder? So viel habe ich nicht mal. Ist der Darko noch auf dem Weg, also auf den Schienen? Ich bin noch auf dem Weg. Oder, jetzt muss ich kurz rechnen, oder 80 Emeralds. Ich bin jetzt bei den Türen. 80 Emeralds? Ja, für einen Ingot und Scrap. Ja, klar. Machen wir 90. Okay, warum gibt's mir 10 läuft? Damit... Scheiße! Das geht ja auch! Ne, ich wollte warten, bis du vorbei bist, damit ich losfahren kann. Also. Warum willst du mir 10 extra geben? Einfach nur, weil du von dir aus auf Emeralds gesprungen bist, netterweise. Wir sind, also mein Preis ist, halt pro. Ne, warte. Ach, jetzt wird es so falsch gewesen von Menge her. Warte, ich muss jetzt nochmal umrechnen. Weil ich finde gerade eigentlich hab den Diamantenpreis falsch berechnet. Ich ganz ehrlich, ich glaube 92 wäre 1,5 Stacks. Ja, 92. Oder? 92 müssen 1,5. Nein, 96 sind 1,5. Ah ja, sind wir. 1,5. Yes, weil damit machst du meinen ganzen Kurs kaputt. Gib mal 1 Stack und 16. Okay, 40 wären die Diamanten wären das gewesen, die ich halt anhaben wollen. 40 Diamanten habe ich nicht. Ein halben Stack Diamanten pro Ingot und ich berechne dir einfach nicht das Gold, was man dafür noch mitbraucht. Deswegen. Achso, ja gut. Ich hab mit Scrap sowieso das andere verwechselt. Der Scrap ist einfach nur die Debris geschmolzen. Ja, genau. Da mache ich jetzt keinen Unterschied zwischen. Nee. Stimmt schon. Oh, wieso liegen die denn hier alle im Bett? Ich bin in der Overworld. Achso, weil Nacht ist. Ihr könnt alleine schlafen. Ich bin nicht mehr in der Overworld. Oh Gott, und hier regnet es erstmal Herzen. Ich glaube, die haben im Bett alle gebumst. Kann sein, weil ich vorhin welche getötet hatte. So, erstmal ein Büchlein gekauft. Ike möchte blaues Holz. Haben wir überhaupt blauen Wald schon gefunden? Ich hatte schon einen gefunden, ja. Frag mich aber bitte nicht mehr, in welche Richtung der war. Dann habe ich eine andere dumme Idee. Ich komme nochmal zurück in die Overworld. Hat einer von euch einen Sattel? Ja, irgendwo, ja. Den müssen wir mittlerweile alle haben. Nee. Vom Angeln weiß ich nur, dass ich einen hatte. Ich hätte gern dann einen Sattel. Ich glaube, ich habe den in die Arme geworfen. In der Hölle, da wird man auch an die Sattel auf jeden Fall. Ich kann bei mir gleich mal gucken. Wenn du
holst ja bestimmt so ein Typsi dort. Genau. Das ist ja jetzt neues Achievement. Nee, ich wollte damit über die Lava reißen. Ja, aber wenn du auf dem reitest, kriegst du ein Achievement. Kein bei den Pokémon-Sattel hast? Ich muss selber gucken, weil du müsstest mal in die erste Etage gehen. Dort, wo mein Bett ist, dort müssen die drinne sein. Da ist alles das, was ich nicht zuordnen kann. Linke? Ne, rechte Seite Sattel ist da. Ne, da ist kein Sattel drin. Dann habe ich auch keinen. Dann habe ich den auch weggeschmissen. Ich habe jetzt noch bei der anderen Farm drin. Wo muss ich runter, um zum Loot zu kommen? Den Fahrstuhl um die Ecke. Ja, wenn du zur Angelfarm kommst, rechts rum, da ist ein Elevator. Nee, da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts. Weil ich habe keine Müllkiste bei mir. Ich kann höchstens noch mal oben drinnen lunzen, aber ich glaube es eher weniger. Nichts drin ist. Ne. Vielleicht sind da auch Rüstungen oder? Hier, Rüstung! Ah. Na dann, da. Einfach mal auf gut Glück reingeguckt, weil ich würde es unter Rüstung einsortieren. Ja, Rüstung ist ja eigentlich nicht der Sattel, sondern nur das andere Gedöns. Ja, was stand da drauf? Werkzeuge, Rüstung und. Waffen. Ich hab's irgendwie in meinem Kopf gehört, es in die Kategorie. Level brauche ich. Das und das. Man guckt nach einem blauen Forest, nach einer normalen Festung und nicht nach einer Bastion. Und das war das letzte, wonach ich gucke, auch nach einer Menge Quarz für mich. Ja, Quarz findest du ja überall. Halt Quarz AK Level. Oh, ja, so lässt sich's bauen unter Wasser. Schön. Moment, habe ich so einen doofen Pilz an der Angel. Seit wann haben wir eigentlich den Villager, der das Buch tradet? Seit ganz vorhin, neu, der gerade in Java. Okay. Das, ich habe halt den, der Sektor getradet hat, noch bis zum Ende hochgemaxt, um zu gucken, ob der, was der auf letzter Stufe verkauft, war nichts Geiles und habe den dann gekillt und der ist danach direkt rausgekommen. Okay. Hättet ihr mir jetzt gesagt, wir hätten den schon seit einer Stunde oder so, boah, da hätte ich mir das ganze Auftauchen hier jedes Mal sparen können. Du hättest auch einfach den anderen Respiration-Helm von der Rüstung anziehen können. Nee, die bleibt unberührt. Die bleibt jungfräulich. Das ist die, die ich wirklich mit allen möglichen off-werte und dann zu Netherite mache. Du möchtest. Ach, komm doch her! Und ich reite die Lava. Läuft bei dir. Wortwörtlich. Ich steck von dem Viech mit Shift ab, richtig? Ja, wahrscheinlich. Stimmt wie bei einem Pferd. Ah, geh ich jetzt auch mal von aus, einfach mal. Nur ich habe eine Bastion gefunden. Sieh mich nach einem Portal, vielleicht war Eigen der. Ja, in einer war ich.
Aber ich glaube nicht, dass ich alles komplett gelootet habe. Weil ich mich ja nur 2 Folgen da drin aufgehalten habe. Und daneben gab es dann ein kleines Stückchen blauen Wald. Das war nicht wirklich viel. Immer noch mit. Und dann muss ich noch eine kleine Insel hier in den See bauen. Alles gut absperren, das Wasser mit Glas. Und dann, ja, ausleuchten. Dekorieren, verschönern. Und nicht vergessen, ein Thumbnail machen. Oh, ich sehe einen blauen Wald.